Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich frag mich seit Wochen, was mit dir los ist. Entschuldige mich tausendmal, dass ich Olli geküsst habe. Dabei knutschst du selbst mit ihm rum. Oh, ich habe nicht mit ihm rumgeknutscht. Er hat mich... Ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls bist du seitdem völlig durch den Wind. Das war ja wohl vorher auch schon. Nein, war es nicht. Nachdem Olli und ich uns geküsst haben, da haben wir beide uns wieder versöhnt. Es hat nichts mit ihm zu tun. Womit denn dann? Warum bist du ständig so launisch? Und flippst bei jeder Kleinigkeit aus? Vor allem, wenn es um Olli geht. Okay. Coco, das heißt doch nicht gleich. Ich meine, nur weil... Ach, Christian, red nicht drumherum. Sei wenigstens ehrlich zu dir selbst, wenn du es nicht zu mir sein kannst. Ich hätte mir gewünscht, dass du wenigstens ehrlich zu mir bist. Und mir gesagt hättest, warum du dich von mir trennst. Anstatt mir vorher große Hoffnungen zu machen. Ich habe wirklich geglaubt, dass ein paar Wochen Gore im Moment das Beste für uns wären. Ach, und im nächsten Moment trennst du dich von mir und sagst mir, dass du mich nicht mehr liebst? Weißt du eigentlich, wie ich mich fühle? Es ist wie auf einer Achterbahn ohne Sicherheitsgurt. Ja, meinst du, mir geht's besser? Ich bin im Moment auch total durch den Wind, nachdem Olli mich geküsst hat. Es ist einfach... alles anders. Das kann man wohl so sagen. Bitte sag jetzt was, Coco. Ob man will oder nicht, er hat mir gesagt, dass er mich nicht mehr liebt. Das habe ich nicht gewollt. Du denkst, es liegt an dir? Mann, Coco, wenn ich gewusst hätte, was da für ein Ding ins Rollen kommt, dann hätte ich dich nie geküsst. Okay, ich kann verstehen, dass Christian sauer ist, aber dass er deswegen gleich mit dir Schluss macht. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Und wenn es dich beruhigt, dass es aus ist, hat nichts mit unserem Kuss zu tun. Aber was ist es dann? Ich muss weiterpacken. Weißt du, was da los ist? Lieber Christian, wenn du das liest, bin ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Eigentlich wollte ich es dir persönlich sagen, aber dann hatte ich Schiss, du würdest mich aufhalten. Oder du würdest doch mitkommen, obwohl du gefühlsmäßig gar nicht mehr bei mir bist. So sehr ich es mir gewünscht hätte, ich weiß, für dich wäre das der falsche Weg. Es tut mir leid, dass ich dir das nicht schon gestern sagen konnte. Aber für mich kam das alles ziemlich plötzlich. Ich musste das erstmal kapieren, denn du bedeutest mir immer noch sehr viel. Und das wird auch so bleiben. Egal, ob du auf Frauen oder Männer stehst. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Denn was ich immer am meisten an dir geliebt habe, ist deine Ehrlichkeit. Leb wohl. In Liebe, deine Coco.